Luzi Number One ASMR. Hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe heute wieder ein neues Unboxing-Video. Ich habe mir wieder ein neues Star Trek Modell gekauft. Wieder von eBay. Die neue Enterprise von den neuen Star Trek Filmen von 2009 bis 2016 mit Christopher Pine, dem Schauspieler, der Captain Kirk spielt. Dies ist das neueste Star Trek Modell. Es soll die Enterprise von damals darstellen, nur halt im neuen Design. Ich habe den Karton mit dem Modell als gebraucht gekauft. Der Karton ist schon ein bisschen ramponiert, aber innen drin das Modell ist noch nicht ausgepackt worden. Ich habe es für ca. 50 Euro gekauft. Nagelneu kostet es knapp 100 Euro auf eBay. Aber ihr bekommt es auch billiger auf eBay. Und ich werde euch das Modell heute zeigen und auspacken. Im letzten ASMR-Video habe ich euch ja schon ein Modell vorgestellt. Die Enterprise, die originale TOS Enterprise. Und auch wie die im letzten Video hat diese hier LED-Beleuchtung und ist mit Sound ausgestattet. Hier oben ist der Knopf, wo ich den Sound und die Beleuchtung auslöse. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich Star Trek Fan bin und dass ich Fan von diesen Modellen bin. Vor allem von den Star Trek Raumschiffen. Da bin ich riesen Fan davon und sind meine ersten beiden Fertigmodelle von Star Trek Enterprise. Auf der Rückseite da sieht man noch mal, was es noch alles gibt. Es gibt auch hier die Brücke von der neuen Enterprise oder die Beamerstation, Figuren. Und hier auf der Rückseite ist nochmal alles beschrieben. Hier steht die Schiffshülle, Deflektor, ist das. Hier ist die Schiffshülle. Hier oben ist die Brücke. Das hier, die blauen leuchtenden Teile, sind die Bussard-Kollektoren. Das hier ist die Sekundärhülle. Das hier sind die Warp-Antriebsgondeln. Wir sehen hier, was alles leuchtet. Hier ist natürlich wieder ein Ständer mit dabei, wo man das Modell draufstellen kann und im Winkel positionieren kann. Ich werde das ganze Teil jetzt mal auspacken. Hier habe ich den Klebestreifen schon aufgemacht. Das heißt, ich muss es nur noch hier aufmachen, ganz vorsichtig. Wenn es vorsichtig geht. Ja. Hole ich das Teil hier mal raus. Jetzt sehen wir hier nur die Rückseite. So.
Stellen wir mal den großen Karton hier weg. Und da habe ich auch das schon. Hier sind noch Batterien. Ich hoffe, die zwei reichen, wenn da nur zwei reinkommen. Ich habe auch noch mehr Batterien hier liegen, falls mehr als zwei reinkommen. Und einen Schraubendreher habe ich auch, um das Batteriefach zu öffnen. So, wir sehen jetzt die geile Enterprise. Das geile Enterprise-Modell. Sieht einfach nur hammerhart geil aus. Hier ist der Ständer mit dabei. Und wir sehen, dass das alles wieder, wie bei meinem letzten Enterprise-Modell, alles wieder mit Draht befestigt ist. Und es ist alles hier auf der Rückseite mit Draht befestigt. Das heißt, ich werde den mal abmachen, abzwirbeln. Nummer 1. Dann ist das hier auch noch so verklebt mit Klebeband. Macht aber nichts. So, hier oben das noch abmachen. Gleich haben wir es geschafft. Haben wir jetzt ab. Jetzt nehmen wir erst einmal hier den Ständer heraus. So, den haben wir hier. Jetzt die Enterprise. Natürlich hier noch den Draht lösen. Schauen wir mal, was der andere ist. Da habe ich es endlich. Da ist die Enterprise. So. Okay, die Batterien sind nicht drin. Ich habe hier einen Schraubendreher. Da werden wir mal das Batteriefach öffnen. Hier oben ist auch noch ein Fach. Ich glaube, da schaue ich mal als erstes rein. Da kommt eine Batterie rein. Hier kommt eine Batterie rein. Nehme ich mal von meinen Batterien, weil da weiß ich, dass die nagelneu sind. Und dass die auch voll sind. Die anderen Batterien im Karton lagen wahrscheinlich schon eine Weile da drin. So. Mal zu das Ganze. Machen wir es wieder fest. So, und jetzt noch das Batteriefach hier öffnen. Dieses Batteriefach öffnen. Da kommen, denke ich mal, entweder kommt da nur eine Batterie rein oder zwei. Ich schätze mal zwei Batterien.
Ja, tatsächlich, da kommen zwei Batterien rein. Und hier habe ich hier auch schon zwei nickelnagelneue Batterien. So, das haben wir geschafft. Jetzt tun wir mal das geile Modell auf den Ständer drauf. Müssen wir aber auch noch reindrücken. Aha, okay. So, da sehen wir es. Die geile Enterprise. Ich drücke mal auf den Knopf. Und hier unten mal Schalter umstellen. Es hat natürlich wieder verschiedene Sound- und Leuchteffekte. Mal schauen, ob es auch nur leuchten kann. Ja, das waren die ganzen Soundeffekte und Leuchtmodis. Es leuchtet wirklich überall. Es leuchtet wirklich überall hier unten. Die Deflektor-Scheibe leuchtet. Hier unten das leuchtet. Hier oben leuchtet's. Auf der Brücke. Das ist die Brücke. Die Bussard-Kollektoren leuchten. Ich zeige euch das Modell mal von allen Seiten. Hier hinten, das leuchtet natürlich auch. Es sieht einfach nur hammerhart aus, das Modell. Richtig geil. Modern, obwohl es die alte Enterprise darstellen soll, ist es natürlich modern gemacht. Ja, falls ihr auch Fan von sowas seid, von solchen Modellen, auf eBay findet ihr diese Modelle. Müsst ihr mal schauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Übrigens, das Modell ist diesmal nicht von Diamond Select oder von Art Asylum, sondern das Modell ist diesmal von Playmates, von der Firma Playmates. Und dann sage ich euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ciao. Dass ich das jetzt vorsichtig rausheben kann.